Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen aus Hamburg heute zum ganz normalen Wahnsinn 2020, der da derzeit an den Märkten passiert. Die Rallye der Aktienmärkte geht weiter, als gäbe es kein Morgen. Und das angesichts einer Situation realwirtschaftlich, die vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber das sind natürlich Gerüchte, dass diese realwirtschaftliche Situation anders aussieht. Haben wir nicht am Freitag ganz tolle Arbeitsmarktdaten bekommen? Schauen wir uns mal das Geschehen an. Und hier geht es los mit dem S&P 500. Wir haben es nämlich gestern geschafft, jetzt praktisch positiv zu werden für das Jahr 2020. Das heißt, der S&P 500, der Leitindex der Welt, steht höher als zu Beginn des Jahres 2020, als am 1. oder 2. Januar. Und wir haben also praktisch jetzt komplett die Verluste, die zwischenzeitlich aufgetreten waren, haben wir egalisieren können. Und wir sehen, woran es liegt. Global Liquidity, das ist praktisch die Liquidität der Notenbanken, wie auch der Staaten, die all das möglich gemacht hat. Es ist nicht, was wir da unten sehen, nämlich dieser Hockeystick. Das ist die Erwartung für die Gewinne in den USA für die S&P 500 Unternehmen. Das hat also damit offenkundig gar nichts zu tun, sondern nur mit dieser Global Liquidity, sonst nichts. Und einem gefällt das, das ist The Donald, Big Day for Stock Market. Smart Money and the World know that we are heading in the right direction. Das Smart Money und die Welt wissen, dass wir in die richtige Richtung laufen. Jobs coming back fast. Also die Jobs kommen sehr schnell zurück. Und ja, ich hatte da ein kleines Video gemacht gestern Morgen, wo ich gezeigt habe, dass das mit den Jobs vielleicht nicht so stimmt. Und mit dem Smart Money möglicherweise auch nicht so ganz. Es sind jedenfalls eher nicht die großen Dickfische, die hier engagiert sind, sondern die kleinen, die nicht unwesentlich die Märkte nach oben treiben. Aber Stichwort Arbeitsmarktdaten. Wir hatten ja am Freitag diese erstaunlichen Zahlen gesehen, dass da über 2 Millionen Jobs angeblich dazugekommen sein sollen. Inzwischen hat praktisch die Behörde oder die Behörden, die diese Zahlen ermitteln, gesagt, okay, da sind uns Fehler unterlaufen. Da haben wir Unschärfen drin. Es sind wahrscheinlich 4 Millionen Arbeitslose mehr und faktisch ist die Arbeitslosenquote 3 bis 4% höher. Interessiert aber heute keinen mehr an den Aktienmärkten, wohl aber die Politik, denn die US-Republikaner, die sagen jetzt, ja, dieses nächste Stimuluspaket, das ja eigentlich mindestens 1 Billion Dollar groß sein sollte, das ist vielleicht viel zu groß, vielleicht brauchen wir den Stimulus gar nicht, weil ja die Jobs-Daten so großartig waren. Also man wird das Opfer seiner eigenen Fälschung der Zahlen, zumindest seiner eigenen unkorrekten Zahlen, um es mal so zu formulieren. Da sind ja auch einige Dinge drin, die dann schon fast an Fälschung grenzen. Zum Beispiel dieses das Birth Model, wo man praktisch versucht, einen Koeffizienten anzulegen. Wie viele Unternehmen sind neu entstanden im Mai? Wie viele sind gestorben im Mai? Und da sind überraschend viele Unternehmen, wie man angenommen hat, entstanden im Mai, wo praktisch die Hälfte oder mehr als die Hälfte der USA im Lockdown war. Wie sollen da Unternehmen entstehen? Wo soll das Geld herkommen? Etc. Also das ist im Prinzip totaler Schwachsinn. Aber dieser Schwachsinn hat realwirtschaftliche oder realpolitische Auswirkungen. Das ist fast ein Wink der Ironie. Schauen wir uns nochmal an, wer natürlich für diesen Stimulus ist. Da ist der Donald Trump, der sagt, ich bin offen für weitere Stimuluspakete, aber wie gesagt, in seiner eigenen Partei wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Und wir sehen, wie gestern hier das Committee of National Bureau of Economic Research mitgeteilt hat, dass wir praktisch in den USA seit Februar bereits in der Rezession sind. Das heißt, die Rezession in den USA war vorher schon da, war also vor Auftreten des Coronavirus schon da. Das hat sich in den Daten schon irgendwie angedeutet, aber jetzt ist es praktisch offiziell. Wir hatten in den USA im Februar bereits Rezession, das war der Peak und dann ging es bergab. Das ist eine neue Erkenntnis, die aber nicht und niemand davon abhält, euphorisch zu sein. Wir haben jetzt derzeit den größten Anteil der Euphoriker in Sachen verschiedener Maßstäbe, die hier die Citigroup in diesem Index anlegt, da gibt es 12-Month Forward Return, Panic, Euphoria, also da werden verschiedene Dinge mit eingespielt in diese Berechnung einer solchen Panik-Euphorie-Modellierung und derzeit sind wir nicht gerade im Panikmodus. Kein Wunder, wenn wir 47%, was den S&P 500 betrifft, gestiegen sind seit dem März-Tief. Insgesamt sehen wir jetzt, dass der RSI, der relative Stärkeindex, der eine Überkauftheit oder Überverkauftheit anzeigt,
Mit fast 74 sind wir so hoch wie im Januar zuletzt. Da sehen wir also, dass da schon ein bisschen die Indikatoren auf Anschlag sind. Einer der zentralen Treiber nach wie vor die Most Shorted Stocks, also die geschorteten Stocks. Und wir sehen, dass wir wahnsinniges Volumen nach wie vor an den Märkten haben. Es ist unglaublich, was da durchgeht. Wir haben jetzt mehr als 6 Milliarden Aktien gestern gehabt, die an der Nasdaq gehandelt wurden. Und wir hatten zwischen 2009 und 2020 keinen einzigen Tag mit 5 Milliarden Shares. Also das ist schon erstaunlich. Was da an Volumen passiert, ist das ein guter Indikator, ein schlechter Indikator? Das ist die große Frage. Normalerweise steigen die Volumina in Abverkäufen nochmal stark an, bevor dann eine Trendwende kommt. Jetzt ist die Frage, sehen wir sozusagen, dass das Geld jetzt, dass die Aktien von den starken in die schwachen Hände wechseln? Was ist da los? Nach wie vor ist das nicht ganz geklärt. Insgesamt muss man aber sagen, wir sind jetzt über 50% über dem 50-Tages-Durchschnitt beim S&P 500. Das gab es zuletzt im Mai 2009, wenn sich also ein Index von seinem 50-Tages-Durchschnitt so extrem weit entfernt, wie es derzeit der Fall ist. Im Mai 2009 ging es dann nochmal deutlicher nach unten, nämlich 15%. Insgesamt sehen wir so viele Kategorien, Put-Call-Ratio, der Anzahl der Unternehmen, die über dem 14-Tage-RSI sind. Man könnte das endlos fortsetzen, die über den 50-Tages-Durchschnitt sind. Fast 100%, knapp 97% der S&P 500 Aktien sind über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Also eine wahnsinnige Welle, die da passiert ist, die da gekommen ist. Schauen wir uns nochmal jetzt hier besonders spekulative Übertreibungen an. Was Sie oben sehen, ist der Chart von Chesapeake Energy. Das ist ein Energieunternehmen aus den USA, das praktisch bankrott ist. Nun war es so, dass die Gerüchte, oh, Chesapeake könnte pleite gehen oder Chapter 11 anmelden, also praktisch eine Bankrotterklärung, Gläubigerschutz beantragen, die waren am Freitag schon da. Und seitdem ist die Aktie gestern dann mehr als 500% gestiegen, gestern. Dann kam allerdings die Bestätigung, okay, wir werden Insolvenz anmelden. Dann ging es ein bisschen weiter nach unten. Ähnliches bei Hertz, diesem Autovermieter. Die Aktie auch über 300% gestiegen. Was ist da los? Wer kauft so etwas? Wir sind jetzt weit höher als zum Zeitpunkt der Meldung, okay, hier wird die Insolvenz angemeldet. Also das sind Dinge, die kaum erklärbar sind. Und es sind vor allem die Unternehmen, die eine ganz schlechte Bilanz haben, die eine weak balance sheet haben, nicht die starken Unternehmen, es sind die schwachen Unternehmen, die jetzt stark gekauft wurden, die sind in der Corona-Krise abverkauft worden. Im März haben sich deutlich schlechter entwickelt als andere Aktien, aber seit die Rallye der Fall ist, entwickeln sie sich deutlich besser. Das war zuletzt am 6. Januar 2009 der Fall in der Dimension. Danach ging es auch nochmal runter, muss diesmal nicht sein, aber im Grunde wird jetzt der Dreck nach oben gespült, wenn die See rau ist. Wir sehen, dass es insgesamt den sogenannten Retail-Investoren, also den kleinen Marktteilnehmern, den Privatinvestoren besser gelingt, hier die Märkte zu spielen als den Hedgefund-Gurus. Hier sehen wir einen Index, der zeigt, wenn der gegen Null tendiert, dann performen die Retail-Investoren besser. Wenn der ansteigt, wie das lange, lange der Fall war bis Dezember 2019, dann diese erfahrenen Hedgefund-Profis. Derzeit sehen wir, die Performance ist bei den Retail-Investoren deutlich besser als bei den Hedgefund-Profis. Und wir sehen, es läuft vor allem über Optionen. Wir haben wahnsinnige Volumina. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt im Optionsbereich. Vor allem von Privatanlegern, da passiert wahnsinnig viel. Das erklärt dann diese immensen Volumina, die wir hier teilweise sehen, viel auch über eben Optionen. Und insgesamt haben wir jetzt aber eine kleine Umkehrung. Wir haben ja eine Kategorisierung zwischen Value und Growth und wir sehen hier mal eine Aufstellung europäischer Länder. Wo sind Unternehmen zahlreich, die Value abbilden, also dividendenstark, konservativ, nicht besonders kreativ, aber eben verlässlich? Und wo sind vorwiegend Growth-Unternehmen, also Wachstum, Technologie? Wir sehen, dass die Schweiz zum Beispiel da
sehr viel Wachstum hat, Frankreich, während Deutschland, Italien weniger Wachstum haben. Und das scheint dem DAX, wie Holger Czepisch hier von der Welt zeigte, offenkundig gut zu tun. Deswegen läuft der DAX auch ziemlich gut. Aber es liegt natürlich auch, was den DAX betrifft, daran, dass hier Deutschland nach Singapur mit dem größten fiskalischen Stimulus agiert. Gut, die Fed ist nochmal ein anderes Thema. Die Amerikaner etwa 14% des BIPs. Wir sind jetzt da noch drunter. Wir sind jetzt so knapp bei 9%, wenn wir diese 3,8% des 130 Milliarden Pakets jetzt noch dazu nehmen. Die Amerikaner sind drüber, aber nur mit der Notenbank, nicht mit dem fiskalischen Stimulus, also mit dem rein von dem Staat initiierten Paket. Dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass der DAX vielleicht so gut läuft, weil eben hier Deutschland auch besonders viel tut. Anderes und letztes Thema, und das ist richtig interessant. Es gibt neue Analysen auch von Satellitendaten, die zeigen, dass wahrscheinlich das Coronavirus schon vorher ausgebrochen ist. Also nicht erst im Dezember 2019 in Wuhan plötzlich auftrat, sondern deutlich vorher. Das jedenfalls zeigt hier ein Bericht von ABC in amerikanischen Medien. Man hatte über Satellitenfotos die gesamten Krankenhäuser von Wuhan erfasst und die Parkplätze gescannt und gesehen, dass dann schon im Frühherbst, also deutlich vor Dezember, unglaubliche Zunahmen von Autos vor den Krankenhäusern standen. Das heißt, da ist mehr Traffic, da ist mehr Action dann in diesen Krankenhäusern. Und hier sehen wir, dass die haben wirklich also sechs der ganz großen Krankenhäuser Wuhans untersucht in dieser Hinsicht. Und man sieht auch bei Internet-Suchen, dass hier nach Symptomatiken gesucht wurden, die später dann als typisch Covid-19 Phänomene angesehen wurden. Also wahrscheinlich ist es so, dass dieses Virus schon vorher der Fall war und nicht erst dann plötzlich aufgetreten ist im Dezember. Dann abschließend noch, hier Nordkorea hat jetzt alle Verbindungen zu Südkorea gekappt. Was da wieder los ist, weiß kein Mensch. Jedenfalls hat das heute den Yen ein bisschen gestärkt und auch in Japan vielleicht so ein bisschen die Schwäche des Nikkeis, den wir uns hier mal anschauen, mit beeinflusst. Ich ziehe mein Bild mal ein bisschen runter, wenn es mir gelingt. Dann sehen Sie auch, welche Märkte ich hier gerade zeige. Jetzt sehen wir also hier zunächst mal den Nikkei, wollte ich Ihnen zeigen. Genau, da sehen wir, dass wir nicht gestiegen sind. Der Nikkei ist zur Abwechslung mal gefallen. Schauen wir uns mal an, wie der DAX hier reinkommt in die Chose. 12.864. Wir hatten natürlich wieder ein bisschen Asienrampe. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, Sie ahnen es. Wir sind beim S&P bei 3.229 knapp. Wir sahen hier, wenn wir uns das mal anschauen im 5-Minuten-Chart, dann sehen wir hier wieder den Versuch einer wunderschönen Asienrampe. Meistens nicht sehr nachhaltig, aber sei es drum. Nasdaq ohnehin deutlich im Plus. 9.897. Was macht Gold? Da sind wir wieder unter Druck ein bisschen. 1.600 knapp 92. Und der Euro-Dollar wieder etwas deutlicher unter der 1.13er Marke. Crude Oil hält sich bei 38,71. Also, das war ein kleiner Blick in den ganz normalen Wahnsinn des Jahres 2020. Es ist die Liquidität, nichts anderes. Es hat mit fundamentalen Dingen nichts zu tun. Aber irgendwann werden wir eben die fundamentalen Dinge wieder einpreisen müssen. Die fundamentalen Dinge der Unternehmen einerseits, die fundamentalen Konjunkturdaten andererseits. Mithin also das, was man als Realität bezeichnen könnte. Und derzeit ist eine Euphorie da, vor allem von den kleinen Playern am Markt, von den Privatinvestoren, und viele der Großen haben diese Rallye verpasst. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Großen springen weiter auf, dann gehen die Märkte weiter nach oben. Oder die Großen sagen sich, hey, ist uns zu teuer. Wir wollen, dass die Aktienmärkte nochmal fallen und die ganzen kleinen Fische rausgetrieben werden aus dem Markt. Und dann kaufen wir. Beides ist möglich. Ich wünsche auf jeden Fall das Allerbeste und sag Ihnen Servus und Ciao.